Hallo meine Lieben, ich grüße euch und hoffe, euch geht's gut. Jetzt spreche ich eigentlich das angefragteste Video überhaupt an. Es tut mir auch leid, dass es so spät kommt. Ich weiß auch nicht, irgendwie kamen dann noch so viele Sachen vorher und überhaupt. Auf jeden Fall geht es heute um das Thema Zumba. Ich bin seit 1,5 Jahren Zumba-Instructor. Und ihr wolltet einfach mal wissen, ob ich Zumba-Videos drehe. Ich wollte euch auch mal fragen, wollt ihr wirklich so richtige Zumba-Videos haben von mir mit Aufwärmen, mit Sport, also mit Kraftteil und auch mit Entspannungsteil, also ganz zum Schluss dann. Das Problem ist nur die Musik. Ich kann ja die Musik nicht verwenden, weil ich sonst gesperrt werde. Also sonst wird mir das Video gesperrt, wenn ich es monetarisiere. Und demnach müsste ich dann irgendwie so Basic-Übungen vielleicht zeigen, auch mit einer anderen Musik, also mit keiner Zumba-Musik sozusagen. Und das ist ja eigentlich der Clou am Zumba. Also diese lateinamerikanischen Rhythmen, das ist ja eigentlich der Clou daran. Das soll uns ja auch so ein bisschen in Urlaubsfeeling versetzen und so weiter. Und genau, das ist meine Frage an euch. Wollt ihr das, ja oder nein? Und wenn ja, wie soll ich das machen? Dann erzähle ich euch jetzt so ein bisschen, wie ich Zumba-Instructor geworden bin. Und zwar habe ich vor einigen Jahren schon Zumba angefangen, selber Unterricht zu nehmen. Und die Zumba-Instructor, also die Trainerin hat dann zu mir gesagt, du musst unbedingt selber Zumba-Instructor, also Zumba-Trainerin werden. Man muss ja dazu sagen, ich tanze ja schon sehr, sehr lang. Also ich tanze schon über 17 Jahre meines Lebens, ja. Angefangen von Turnier, natürlich als Kleinkind habe ich dann auch so Dance for Fans, Hip-Hop. Ich habe auch schon Hip-Hop-Unterricht gegeben mit 15 Jahren. Also das Tanzen begleitet mich mein ganzes Leben. Ohne Tanzen kann ich nicht leben. Das ist das, was mir am allerwichtigsten ist. Für mich gibt es nichts Wichtigeres. Ich meine, ich habe nicht umsonst 2 Tattoos, die ja was zu meiner Tanzgeschichte erzählen sollen. Aktuell tanze ich ja aktiv Ballett. Und das ist so, also das mache ich momentan und ich liebe es und ohne Tanzen gibt es mich nicht. Wenn ich tanze, geht es mir einfach besser und da kann ich alles um mich rum irgendwie vergessen und ja, das ist das, was mich so ein bisschen am Leben hält, jetzt ganz, ganz blöd gesagt. Aber darum soll es halt auch nicht gehen. Ich schweife schon wieder ab, es tut mir leid. Wenn ihr Zumba-Instructor werden wollt, was müsst ihr dann tun? Also ich verlinke euch mal die Zumba-Homepage unten in der Infobox. Da könnt ihr an sogenannten Workshops teilnehmen. Diese Workshops sind 2 Tage lang, also zumindest der Basic 1, der euch einfach zum Zumba-Instructor macht. Ihr bekommt dann auch ein Zertifikat und so weiter. Das sind einfach, ich glaube, 2x8 Stunden. Genau, 2x8 Stunden, die ihr da Unterricht nehmt und wo ihr dann auch so ein bisschen Basic-Übungen, so ein bisschen praktische Übungen, natürlich auch theoretische Übungen macht mit diesem Zumba-Instructor, der euch da dann einfach so ein bisschen sagt, wie könnt ihr euren Unterricht gestalten, was für Bewegungen sind typische Zumba-Bewegungen, wonach sollt ihr die Choreografie aufbauen, die natürlich immer die gleiche sein sollte, also ihr solltet da auch eine Routine in euren Unterricht reinbringen, immer die gleichen Übungen. Also ich habe für mein erstes Zumba-Programm habe ich wirklich jeden Tag 2 bis 3 Stunden gebraucht, um mir wirklich ein cooles Programm einfallen zu lassen, das für Anfänger sowohl als für Fortgeschrittene auch so ein bisschen geeignet ist. Und habe mir auch viel Gedanken um die Lieder gemacht. Ich musste mich auch selbst so ein bisschen damit identifizieren können. Und ja, das Ganze hat gekostet, diese 2 Tage haben gekostet, ich meine 280 Euro. Das ist in verschiedenen Städten, Deutschland und europaweit. Und ihr müsst euch da anmelden. Man muss dazu sagen, ihr müsst es wirklich planen, weil die sind immer ratzfatz ausverkauft und es wird immer teurer. Ihr müsst euch einmal im Jahr neu ausbilden lassen. Also eure Lizenz gilt nur für ein Jahr. Dann müsst ihr den Basic 2 machen, den Basic 3 machen. Ihr könnt Zumba Kids machen, ihr könnt Zumba im Wasser machen. Das sind noch so extra Ausbildungen, die ihr machen könnt. Aber es kostet halt jedes Mal fast 300 Euro. Das ist ein Schweinehaufen Geld, also das ist wirklich a big business sozusagen für denjenigen, ich habe den Namen vergessen, derjenige, der Zumba sozusagen erfunden hat, aber es wird geliebt und zu Recht. Also ich habe jedes Mal Muskelkater, nachdem ich Zumba-Unterricht gegeben habe. Ich gebe jetzt aktuell einmal die Woche Unterricht und zwar für junge Mädels in einem Jugend- und Freizeittreff in München und ich liebe es. Also
gerade, ich meine, ich habe ja schon auch Erwachsene trainiert, aber das mit den Kids, das gibt mir so viel zurück, das ist so toll. Also, und die machen das auch so toll und die haben da so einen Spaß dabei, selbst bei typischen Zumba-Liedern, wo man gar nicht erwartet, dass junge Menschen das eigentlich oder Teenager das eigentlich mögen. Und also, es ist der Wahnsinn. Es kommt natürlich auch drauf an, wie man es macht. Ich bekomme immer sehr, sehr positives Feedback. Muss ich sagen, das ist mir jetzt schon fast ein bisschen peinlich, dass ich das so sagen muss. Ich möchte auch nicht angeben. Aber das Zumba-Feeling, das ihr rübergebt, also diese Aura, diese, ja, Ausstrahlung, die muss wirklich positiv sein. Denn das ist die Hauptsache beim Zumba, dass ihr den Leuten Spaß bereitet, dass ihr da wirklich mit vollem Körpereinsatz dabei seid. Es heißt ja auch immer, Zumba-Instructor verbrennen das Doppelte oder Dreifache an Kalorien wie die Teilnehmer, weil wir da vorne müssen 10-mal so viel geben, damit bei den Leuten 5-mal so viel ankommt. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich hampel mir da vorne echt immer einen ab. Ich bin klatschnass geschwitzt, ich bin fertig mit meinen Nerven, aber mega glücklich. Und das versuche ich natürlich auch an meine Kunden, an meine Schüler weiterzugeben. Und das ist wirklich die Hauptsache, mit Positivity, mit einer positiven Einstellung dabei zu sein. Und ja, ich quatsche und quatsche und hoffe, es interessiert euch überhaupt. Wie gesagt, einmal im Jahr müsst ihr eure Lizenz auffrischen. Was es kostet, habe ich euch gesagt. Unten in der Infobox findet ihr den Link. Und nein, ich habe nichts davon. Hab davon nichts. Also ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich jetzt das Video mache. Es ist ja ein Ausdauersport. Es ist Tanz mit verbunden. Wie gesagt, diese Latino-Rhythmen. Und also, ja. Ich glaube, ich wiederhole mich jetzt schon. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die gerne. Ihr könnt mir auch Privat-E-Mails schreiben, so wie ihr es ganz oft macht. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Auch wenn ihr irgendwie Tanzvideos wollt, sagt mir das mal. Ich habe da mega Bock drauf, aber es ist einfach nicht so einfach. Und ja, wenn, dann mache ich das auch, weil ihr euch das wirklich wünscht. Ich mache das ja wirklich sehr gerne und macht mir auch total Spaß. Und ich brauche auch momentan ganz, ganz viel Ablenkung. Demnach haut mir eure Videowünsche raus und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.